Ja, liebe Leute, endlich geht's los mit Formel 1 2020. Ja, schön, dass ihr dabei seid. F1 2019 ist Geschichte, F1 2020 geht jetzt endlich los. Ich habe schon ein bisschen offscreen ein bisschen was gemacht, Charakter erstellt, etc. Und wir können also quasi reingehen ins Spiel direkt. Und jo. Und es gibt einen neuen interessanten Modus, den ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Oder den ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Wenn das Spiel dann mal lädt. Ja, genau. Und es geht los mit dem neuen Modus My Team. Wir dürfen uns also quasi ein eigenes Team gründen und damit ins Rennen gehen. Also quasi dann 11 Teams am Start. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wir schauen uns das ganze Ding mal an. Los geht's. Okay, dann gucken wir mal. Hier kannst du die Formel 1 nicht nur als Fahrer erleben, sondern auch als Besitzer eines brandneuen F1-Teams. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Ja, einen Charakter werden wir uns auf jeden Fall auswählen, das ist klar, das werde ich selber sein. Ich werde quasi mit meinem eigenen Charakter gut ins Rennen gehen. Weiter geht's mit ein paar wichtigen Details deines neuen Teams. So, was haben wir hier? Ja, ich habe lange überlegt, welche Teams ich nehmen werde, die Teamnamen ich nehmen werde. Aber das wird klar sein. Okay, dann werden wir das so nennen. Ah, warte mal, so schließe ich jetzt gerade. Naja, komm, wir machen es so. Nimm mal ein anderes Team, was es schon mal gab. Aus Gründen. Oh, ja. Nimm mal so. Ich muss sie leider rausnehmen. Wir dürfen uns jetzt... Gut, dann gucken wir uns ganz mal die Sponsoren erstmal an. Der erste sagt, so ein japanischer Sponsor oder chinesischer, wie auch immer, schießt eine ganze Saison ab. Das, glaube ich, ist eher realistisch als das alles andere. Schießt das während eines Teams zweimal die Top 10 ab. Okay, das ja, da bräuchten wir nur ein Team hinter uns lassen. Das sollte durchaus machbar sein, tatsächlich. Die besser als auf jeden Fall die 15 Meisterschaftspunkte. Klar gibt es da die meiste Kohle, aber es ist. Doch, wir nehmen sie, die nehmen die hier. Großartig. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Großartig. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, da haben wir vier Auswahlen, Honda, Renault, für Mercedes und Ferrari. Und ich denke, es passt mit dem Honda-Motor. Am besten. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, wir brauchen vor allen Dingen erstmal einen zweiten Fahrer. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Boah, ist das hier immer das Gleiche? So, gucken wir mal, ob wir den kriegen. Okay, ich hatte einen bestimmten. So wie ich das mitbekomme, müssen wir tatsächlich... Okay, geht nicht. Tatsächlich, schade. Alle 8 bis 11 Rennwochen. Ich wollte mich eigentlich einen bestimmten auswählen, aber wir konnten nicht raus.
Hier lebt er leider nicht mehr. Ja, nehmen wir ihn hier. Mosaki, jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, das hast du gerade schon ein paar Mal erzählt. Wir werden es so übernehmen. Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Und keine Sorge. Im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Gut, dann nehmen wir das so. Wir bearbeiten unser Auto. Ich gucke gerade mal, ob wir hier eine vorgefertigte Folie kriegen, die wir nutzen können. Ja, ich glaube die hier. Ich gucke gerade mal durch. Ja, passt. Nehmen wir die. So, Grundfarbe wird orange. Oder wenn wir schwarz machen. Ich will hier gerade schwarz-orange. Nee. Aber orange. Mehr oder weniger. Ah, okay, das ist weiß. Und dann machen wir hier noch eine andere Farbe rein. Wollte auf die Strecke gehen, weiß ich noch nicht. Darf ich nicht übernehmen? Okay, so dann doch nochmal in und out. Ne, durfte noch nicht. Okay, so funktioniert. Vor allem, wenn ich mal so ein Schulter schon Bucke, die war komplett orange mache oder orange-schwarz nehme. Ich guck gerade mal nochmal durch. Ne, wir nehmen die Lackierung. Wir nehmen die Lackierung und ändern sie nochmal. Oh. Gut, dann haben wir das soweit. Auto steht. Krieg. Jetzt brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Teamlogo. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen. So, na gut, da gucken wir mal, was wir so haben. Die Original wird es natürlich nicht werden.
Also, ja, wie auch immer. So, außen. Jetzt müssen wir noch unsere Teamfarben auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen. Und sogar auf der Kleidung, und sogar Mechaniker und der Boxen. So, nehmen wir es so an. Klasse, das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison sowieso wieder hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter zum Team Hauptquartier. Und wir können anfangen, uns in der Formel 1 an die Spitze vorzukämpfen. Ja, und vor allem ist der Text sehr leise. So, wir fahren natürlich den offiziellen Rennkalender, den großen. Da kann ich euch schon mal jetzt sagen. 22 Saisons. So, Rennziel, klar. Brauchen wir nicht. Komplettes Training brauchen wir nicht. Kurz 30, 30, 30, das passt soweit. Qualify kurz 18 Minuten. Anführungsrunde, Renndistanz 25%, sollte auch passen. Aber die KI-Fahrerstufe, die werde ich mal hochstellen. Fahren wir auf 8, auf 75. Kann man sich immer noch einarbeiten. So, Gameplayerin. Komplett. Safety Car natürlich an. Wir gehen unterstützt. Manuell, das kriege ich auch hin. Fahrradtransfer ist natürlich auch an. Klar. Und Fahrhilfen will ich das hier nehmen. Das passt eigentlich soweit. Das habe ich ja vorher schon gemacht. Und dann. Ja, welches ist? Nein, ich will natürlich keine. Kann ich das jetzt irgendwie machen? Wie kann ich jetzt meine Karriere starten? Moment. Aha, okay. So, dann gehen wir jetzt ins Team Hauptquartier. Ach Gott, passiert da viel heute. Ja, egal, heute wird nicht so viel passieren. Heute wird nur Teamgründung und so sein. Dann werden wir uns das Rest werden wir morgen angucken. So, die Presse. Vielleicht natürlich auch mal was von uns. Das kennen wir alle schon von F1 2019. Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert, sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel-1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Hm.
Machen wir so. Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer, aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Genau, Potenzial. Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ja, mit Williams. Wahrscheinlich eher am Ende des Feldes. Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen können? Probieren wir mal so. Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? So, klar. So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt. Ja. So, los geht's. Tolles Interview, Boss. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den F&E-Baum ansehen, um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen. Ja, das kennen wir ja alles. Wie haben wir denn überhaupt? 1000. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. Hier kannst du unsere Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Wir gucken erstmal auf Triebwerk. Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Ah, wir haben nicht genug Kohle, okay. 800.000 haben wir gerade mal. Okay, wir können auch nicht viel machen. Ja gut, das dauert alles natürlich noch ein bisschen, ne? So, das mit dem FNE-Bau können wir ja. So. Wir können hier nicht viel machen, oder? Die meisten kriegen jetzt 500, okay. Naja, war schon so. So, Fahrzeug brauchen wir gerade nicht, Firma. Klar. So, okay. Nächste Grand Prix am 12. März, der Donnerstag, großer Preis von Australien. Gucken wir mal, was wir gerade noch für Nachrichten haben. Die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Ah, Autoverführung, okay. Sechser. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Dann haben wir hier eine Werbekampagne rein. Ja, passt soweit. Okay, dann gehen wir rein. Oh, wir kriegen schon ein bisschen Kohle, sauber. Und wir gehen mal zur Autovorführung und gucken, was wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Da. Wenn das neue Auto dann der Welt vorgestellt wird. So. Gut. Ja.
Eine Million haben wir mittlerweile. So, offiziell Reifenauswahl. Die Frage ist, wie machen wir es? Wir werden es auf jeden Fall weicher fahren, weil wir müssen irgendwas liefern. Kann man das eigentlich so jetzt? Ja, passt soweit, ne? Und dann gehen wir ans erste Rennwochenende der Saison und das ist Australien. Und nicht geht's los. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann wie immer morgens an. Das wird dann wieder Freitag, Samstag, Sonntag sein. Freitag, freie Training, Samstag, Qualifikation und Sonntag das Rennen. So kann ich euch ja schon mal sagen. Und dann wissen wir, wie wir oder wo wir stehen vor allen Dingen. Bis dahin und tschüss.